Es ist das größte Langstreckenrennen der Welt. Mehr als 150 Fahrzeuge, mehr als 500 Rennfahrer, über 200.000 Zuschauer. Es ist das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Am Vorabend findet die Nürburgring Award Night statt, bereits zum dritten Mal. Ein Treffen des Who is Who im Motorsport. In diesem Jahr wurde Porsche als Marke des Jahres, die Marke DJI als Botschafter des Jahres und die Rennfahrerlegende Hans-Joachim Stuck für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Ein Abend mit ganz besonderem Flair und auch die 46. Auflage des Motorsportklassikers hat ein ganz besonderes Flair, was dieses Rennen zu etwas Besonderem macht. Vor enthusiastischen Fans, die das Rennen rund um die Nürburgring und auch sich feiern und manch einen Weltstar ganz neue Erfahrungen sammeln lassen. Das ist unglaublich, hier diese vielen Menschen zu haben, die ein Autorennen sehen wollen. Das ist wie ein Zeitsprung zurück in die Geschichte dieses Rennens. Aber es passiert ja jedes Jahr wieder beim 24-Stunden-Rennen. Toll, dass es das jedes Jahr gibt. Wir von Porsche kommen jedes Jahr gerne hier hin. Für mich ist es der erste Besuch und war heute Morgen draußen auf den Campingplätzen, habe die vielen Generationen von Motorsportfans gesehen. Es ist fantastisch, hier zu sein. Es geht um viel und um diese Trophäe. In Le Mans-Manier werden die 30 schnellsten Autos aufgestellt, der Titelverteidiger nur auf Rang 15. Naja, ganz offensichtlich haben wir eine bessere Position erwartet, speziell weil wir die Nummer 1 ja auf der Tür haben. Ich habe alles gegeben, 8 Minuten 12, aber war das Maximum. Und ich bin jetzt enttäuscht, um ehrlich zu sein, mit Position 15 relativ dicht hinter der Pole Position. Aber ich denke, das hier ist die Strecke, wo ich schnell bin, wo ich das von mir eigentlich auch erwarte. Aber mit P15 bin ich nicht zufrieden. Das Auto ist super zu fahren, so wie immer. Und wir versuchen, so schnell unterwegs zu sein, wie es geht und hoffen darauf, dass auch der Regen so früh wie möglich einsetzt, weil das könnte uns helfen. Am Ende aber ist das Rennen 24 Stunden lang und ein langes, hartes Rennen. Für die Fans jedes Mal eine der Attraktionen, die Falcon Drift Show in der Müllenbach-Schleife. Und wie in den vergangenen Jahren, auch dieses Mal wieder mit dabei, die Red Bull Motocross Show. Die Motorradakrobaten unterhalten die Zuschauer während der Startaufstellung mit ihren waghalsigen Sprüngen. Und noch etwas ganz Besonderes gab's zu sehen. Passend zum 70-jährigen Motorsportjubiläum der Marke Porsche fuhren zwei Fahrzeuge eine Demo-Runde über den Grand Prix-Kurs und die Nordschleife. Der Porsche 956 mit Hans-Joachim Stuck am Steuer und der 919 Tribute mit Timo Bernhard. Die Stimmung ausgezeichnet rund um die Strecke. Eng geht's zu in der Startaufstellung und genauso eng auch die Leistungsdichte in diesem Jahr im Qualifying. Die Top 6 innerhalb von einer Sekunde, die Schallmauer von 8 Minuten 10 wurde geknackt. Drei Porsche auf den ersten drei Positionen und auf der zweiten Seite erst auf Rang 15 zu finden, der beste Audi, der Vorjahressieger von Land Motorsport. Die Spannung also riesengroß. Und um 15.10 Uhr genau wird die grüne Flagge von Walter Hornung, dem Rennleiter, dann endlich geschwenkt. Das Zeichen für die Fahrzeuge, dass es ernst wird, es geht in die Einführungsrunde. Immer wieder tolle Bilder, diese Masse hier an Traumautos, die sich auf der berühmten Rennstrecke den Weg durch die Eifel bahnt, vorbei an den vielen Fans, die jetzt ein letztes Mal ganz nah ran dürfen an ihre Lieblinge. Für etwas mehr als 24 Stunden. Das nächste Mal dann erst wieder bei der Siegerehrung. Die Strecke etwas mehr als 25 Kilometer lang, 40 Linkskurven, 46 Rechtskurven. Die wohl schwierigste Rennstrecke der Welt, zwischen 1925 und 27 erbaut. In den vergangenen Jahren an der ein oder anderen Stelle ein wenig modifiziert, um die Sicherheit der Fahrer und der Zuschauer zu gewährleisten.
Um Punkt 15.30 Uhr wird die erste Startgruppe von ca. 50 Fahrzeugen auf die 24 Stunden lange Reise geschickt. Wahnsinnsbilder lösen bei den meisten vor Ort am Nürburgring wohl eine Gänsehaut aus. Und so geht's zum ersten Mal durch diese Passage, die nur beim 24-Stunden-Rennen genutzte erste Kurvenkombination, hinunter in die Müllenbach-Schleife. Der Porsche 911 GT3 R von Mantai Racing mit Kevin Estre am Steuer vor dem Falken Porsche mit der Startnummer 44. Beide behaupten die ersten beiden Positionen. Dahinter Maro Engel im Black Falcon Mercedes, vorbei an Marco Seefried im Fricadelli Porsche mit der Startnummer 31. Der Streckenabschnitt Hatzenbach, wie an der Perlenschnur gezogen, geht's für die GT3-Meute zum ersten Mal im Renntempo über die Nordschleife. An Bord hier mit John Edwards, der den BMW M6 von Rowe Racing während der Startphase pilotiert. Und während die Top-Autos schon im Streckenabschnitt Flugplatz unterwegs sind, startet 3 Minuten später die zweite Gruppe auch ins Rennen. Vorne mit dabei zwei Hyundai i30N TCR, die in ihrer Klasse das Qualifying beherrschten. Und Peter Terting mit einem frontangetriebenen Rennfahrzeug erstmals unter die 9-Minute-Marke fahren konnte. Und wenig später wird dann auch die dritte Startgruppe auf die Reise geschickt. 150 Fahrzeuge insgesamt nehmen diesen Klassiker in der Eifel in Angriff. Wir sind in Runde 1, Kevin Estre im Porsche mit der Startnummer 911, lässt es fliegen, legt die Mantai Porsche im sogenannten Grello an der Spitze klar das schnellste Tempo vor. Dahinter dann die Verfolger. Und wir springen mal rein ins Fahrzeug von Kevin Estre, der kein Fahrzeug vor sich hat, klar als Polesetter, was aber wahrscheinlich nicht mehr lange der Fall sein wird. Hier kurz hinter dem Schwalbenschwanz auf die Döttinger Höhe der langen Geraden vor der Rückkehr auf den Grand Prix-Kurs. Sein Vorsprung schon fast 5 Sekunden auf den Falken Porsche mit Dirk Werner. Auf Position 3 der Black Falcon Mercedes, die Mannschaft, die 2016 dieses Rennen gewinnen konnte. Und dann der zweite Mantai Porsche an der 5. Stelle mit Patrick Pilet im Cockpit. Der Franzose steuert den Mantai Porsche, den zweiten Grello, aber schon nach einer kurzen Runde auf der Grand Prix-Strecke zurück an die Box. Der Grund: ein Luftdruckverlust am linken Vorderrad. Damit hat sich eins der Favoritenautos schon knapp 2 Minuten Rückstand eingehandelt. Das Schwesterauto mit Estre in der Startrunde mit einer Zeit von 8 Minuten 18,4 unterwegs. Das bedeutet neuer Rundenrekord. Der alte stammt aus dem Jahr 2015. Onboard mit der 98 hängt hier hinter dem Mercedes AMG mit Hubert Haupt. Und dann knallt's. Ein Porsche fliegt ab. Wer hier nicht aufgepasst hat, das ist die Frage: der Porsche-Fahrer oder der Black Falcon-Pilot. Nach 4 Runden jedenfalls kommt Hubert Haupt und auch John Edwards in die Box. Der Rowe BMW M6 mit der Startnummer 98 und der Black Falcon Mercedes mit der Startnummer 6. Und dahinter der Shell BMW mit der Startnummer 102 mit Augusto Farfus am Steuer. Diese drei fahren eine etwas andere Taktik als die Spitze, probieren dadurch aus dem Positionsgerangel auf den Top 10 Plätzen auszubrechen und danach eventuell den eigenen Rhythmus zu finden. Nochmal die Situation kurz zuvor: Hubert Haupt kollidiert beim Überrunden mit dem Cup Porsche mit der Startnummer 80. Hubert Haupt kann seine Fahrt fortsetzen, der Cup Porsche aber nach 2 Runden bereits raus aus dem Rennen. Dann der erste Boxenstopp des auf Position 1 liegenden Porsche mit der Startnummer 911 nach 7 Runden. Und auch die 44 auf Position 2 und auch die Startnummer 4 der Black Falcon Mercedes auf Position 3
Alle kommen nach 7 Runden zum ersten Mal an die Box zum Fahrerwechsel. Der Mantai Porsche, der Crello, geht als erster wieder raus, wird allerdings von der Startnummer 47 hier rechts, dem Mercedes AMG mit Dominik Baumann am Steuer, überholt. Das Fahrzeug von HTP Motorsport übernimmt also die Führung, hatte keinen Verkehr auf der Nordschleife und deswegen jetzt an Position 1 vor dem Porsche. Ja, klar, die erste Runde, die ist echt cool. Ich hatte einen guten Start, konnte meine Position behaupten. Und naja, du weißt, dass du keinen Verkehr hast, keine Unfälle. Du pushst, weißt aber gar nicht genau, wie das Auto ist und wie die Strecke ist. Naja, die Rundenzeit war ganz gut und ich konnte einen Vorsprung herausfahren. Aber schon in der zweiten Runde kommst du dann in den Verkehr. Völlig überraschend für einige der Fahrer, die hier mit dabei sind. Das ist dann etwas schwierig. In meinen letzten beiden Runden hatte ich dann extrem viel Verkehr. Das ist dann schon hart, weil alle um die Position kämpfen. Und ich musste mich da ganz schön durchschlängeln durch den Verkehr. Das trifft auch auf die Plätze 6 bis 13 zu. Der BWT Audi, das pinke Fahrzeug gegen den Mannfilter Mercedes in Gelb. Es geht um Position 9. Renger van der Zande, der Niederländer, sitzt im Auto mit der Startnummer 48. Beschleunigt hier aus der Kurve heraus. Und plötzlich schlägt der Ausgangs des Yokohama S in die Reifenstapel. Dicker Fehler des ehemaligen DTM-Piloten, hat sich mit der Front hier auch noch verkeilt und hat Mühe, aus eigener Kraft freizukommen. Am Ende schafft er es aber dann doch. Zeitverlust hier und klar, auf dem Weg zurück an die Box noch einmal Zeitverlust. In der Wiederholung gleich deutlich zu erkennen, es gab keine Berührung zwischen ihm und Marcel Fessler im Audi. Ein klassischer Fall also von zu viel gewollt. Eine längere Reparaturpause steht an und einer von 7 Mercedes AMG spielt im Kampf um den Sieg keine Rolle mehr. Na, ich glaube, da war keine Berührung. Es war ein fairer Zweikampf, aus meiner Sicht ein klarer Fahrfehler. Ein bisschen schlecht und enttäuschend natürlich für uns. Das ist noch so lang und wir waren in der Spitzengruppe eigentlich mit dabei. Jetzt haben wir schon 3 Runden verloren. Ich hoffe, wir können bis zum Ende fahren, ohne weitere Zwischenfälle. Der Kampf ums Podium ist aus meiner Sicht aber ganz sicher vorbei. Let's drive till the end, without having something more on the car, but I think the fight for podium is over. Nach etwa 30 Minuten Reparaturzeit geht der Mercedes mit der Startnummer 48 wieder ins Rennen mit Maximilian Götz am Steuer. Es hat funktioniert und dann ist das Ding nach knapp 2 Stunden hier in der Box gestartet. Hoffentlich ist es wirklich nur der Sektor. Ich meine, das ist ja noch so eine Hoffnung, die man haben. Und wir hören, dass wir Olli sind bei uns bei. 2 Stunden vorbei. Onboard bei der Startnummer 911, der Mantai 911er. Führt knapp 2 Sekunden vor der Startnummer 47, den zweiten Mercedes von HTP Motorsport. Und schon über 50 Sekunden dahinter dann der Falken Porsche. Aber schon auf Rang 4 der Audi mit der Startnummer 1 von Land Motorsport, der Titelverteidiger, also auf dem Vormarsch. Und dann Achtung, steht die Startnummer 147, ein BMW E36 von Hofer Racing, quer auf der Piste im Bereich Brünnchen. Slow-Mo zeigt, involviert war auch die Startnummer 31 der Fricadelli Porsche. Beide Autos drehen sich, vermutlich nach einer Berührung. Der Porsche knallt in die Leitplanke, kann die Fahrt aber fortsetzen und benötigt anschließend in der Boxengasse nur eine kleine kosmetische Reparatur. BMW gegen Porsche, so lautet der Kampf. Wenig später um die Spitze zwischen der Startnummer 98 und der Startnummer 911 bei guten äußeren Bedingungen in der Eifel. Niki Ketzberg
schafft es auf der Döttinger Höhe, den Mantai Porsche aus dem Windschatten heraus zu überholen und übernimmt Rang 1, lässt das Gas stehen, ohne Rücksicht auf sich und den Gegner. Der Porsche also nur noch Zweiter, es führt der BMW mit der Startnummer 98. Und aufgepasst, im Schwesterauto mit der Startnummer 99 stimmt irgendetwas nicht. Conor de Filippi schimpft wie ein Rohrspatz, hatte schon mal im Bereich Breitscheid gestoppt. Jetzt im Klostertal, kurz vor der Auffahrt zum Karussell, ist rot der Auswahl. Dagegen liefert die Startnummer 912 eine beeindruckende Aufholjagd, liegt auf Position 21, nachdem ja gleich zu Beginn des Rennens ein Plattfuß einen Zeitverlust von rund 3 Minuten verursacht hat. Conor de Filippi schildert die Probleme am Telefon. Und Spaß haben nur die Fans. Nächster Zwischenfall für die Startnummer 31, der Motor des 911ers von Fricadelli dampft. Und was macht der Fahrer? Hält auf der Strecke an und säubert mit der Hand den Kühler. Der Grund ganz einfach, Norbert Siedler musste bei einem Rückstau während einer Code-60-Phase am Schwedenkreuz auf den Rand ausweichen, sammelt dabei mit dem Kühler jede Menge Gras auf, aber Siedler kann das Auto am Ende zur Box zurückbringen. Der Kampf an der Spitze geht weiter nach 3,5 Stunden. Onboard hier mit der Startnummer 98, diesmal Richard Westbrook am Steuer, hängt hinter der Startnummer 911. Tolle Positionskämpfe, tolle Bilder, die einen Eindruck vermitteln, wie schnell die Autos auf der Nordschleife unterwegs sind. Ich habe es echt nicht geschafft, vorbeizukommen. Habe die 911 die ganze Zeit gesehen. Der hat es echt gut gemacht. Der hat von seinem Qualifying-Ergebnis profitiert. Wir können im Moment zwar gut mithalten, aber es ist noch ein langer Weg. Der Mantai Porsche, die 911, also vorne, dahinter dann 2 Mercedes AMG, die 47 und die 4. Dann der BMW von Rowe mit der Startnummer 98. An derselben Stelle, genau eine Runde später, ist es aber dann soweit. Dominik Baumann im rot-silbernen Mercedes AMG nah genug dran, um vorbeizugehen. Am Porsche übernimmt die Führung kurz vor der Hohenrheinstraße. Das Auto fährt sich super, ist ganz leicht zu handeln. Es ist alles im grünen Bereich. Von mir aus kann es so weitergehen. Die Top 4 hier nach fast 4 Stunden auf Start und Ziel. Nur durch 3,3 Sekunden getrennt. Der jetzt wieder führende Porsche 911, jedoch boxenstoppbereinigt, klar besser unterwegs als die Verfolger. Die Startnummer 4 mit Manuel Metzger an Position 2 und auch der Mercedes mit der Startnummer 48 schon 3 Runden zurück. Kann das Tempo der Spitze mitgehen? Ganz hinten kommt er ins Bild. Wer weiß, was da für das Mannfilterauto ohne den Unfall von Renger van der Zande drin gewesen wäre. Kurz nach 20 Uhr. Der nächste BMW ist draußen. Zwar keiner der Favoriten, aber dafür einer der Publikumslieblinge, der BMW Z4 von Walkenhorst. Jörg Müller ist im Kesselchen beim Überrunden mit einem langsameren Auto aneinander geraten, in die Leitplanke eingeschlagen. Der Unfall eingefangen aus der Onboard-Kamera des Porsche mit Laurenz Fanto am Steuer, der diese Situation bravourös meistert. Wir haben einen recht komfortablen Vorsprung im Moment. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen könnte, ist einen Fehler zu machen oder einen Unfall zu haben. Du willst zwar vorsichtig sein, aber das ist nicht so einfach. Es ist viel einfacher zu attackieren. Der Porsche mit der Startnummer 911, trotz des höllischen Tempos bislang ohne Zwischenfall davongekommen, nach knapp 5 Stunden Renndauer, nach dem Boxenstopp 11 Sekunden hinter der Startnummer 4. Während der Drittplatzierte, der Mercedes, mit der Startnummer 47 schon fast 1 Minute auf den Black Falcon Mercedes im Hintertreffen liegt.
Nach knapp 5 Stunden Renndauer Zeit für eine Erfrischung. Bei den Fans, innerlich und auch äußerlich. Die Dämmerung setzt ein. Die Fans feiern, machen Party. Die Grills für die Bratwürste werden angefeuert. Und einer, der diese Phase des Rennens bestens kennt, das ist Bernd Schneider. Der fünfmalige DTM-Champion, der immer noch zu den Top-Rennfahrern auf der Nordschleife zählt. 2013 und 2016 konnte er dieses Rennen gewinnen. In diesem Jahr mit dem neuen Mercedes AMG GT4 unterwegs und von Anfang bis Ende in seiner Klasse, der SP8T, mit den Fahrerkollegen in Führung. Und am Ende gewinnt er deutlich vor der Konkurrenz. Die nächste Schrecksekunde dann gegen kurz nach 21 Uhr. Der WRT Audi mit einer Berührung und fliegt dann bei Topspeed 280 in die Leitplanke. Riesenglück für Dries Wantor, den Belgier, der sich hier keine Blessuren einfängt. In der Wiederholung zu sehen, zunächst nicht genau zu erkennen, warum der Audi einschlägt. Erst in der zweiten Wiederholung löst sich das Rätsel. Dries Wantor muss einem HTP-Mercedes mit der Startnummer 11 ausweichen, der mit einem Reifenschaden ganz, ganz langsam auf der Strecke unterwegs war, Richtung Hohenrhein-Schikane rollt. Da ist es! Dabei streift Wantor einen Porsche Cayman, beschädigt sich das rechte Hinterrad und in der anschließenden Schikane verliert er das Auto aus der Kontrolle. Zum Glück kracht keins der nachfolgenden Autos ins Wrack hinein. Der zu diesem Zeitpunkt also bestplatzierte Audi auf Rang 6 damit wohl raus aus dem Rennen. So ist der Rennsport, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich hätte in der Situation wirklich nichts anderes machen können. Es ist immer schade, ein Rennen so zu beenden, aber naja, diese Dinge passieren halt. Die Nacht in der Eifel zeigt sich zunächst noch in voller Pracht. Ganz neu, das Riesenrad im Fahrerlager bietet einen tollen Rundumblick über die Grand Prix-Strecke. Ein Drittel des Rennens vorbei und Porsche hat plötzlich eine Doppelführung. Die Startnummer 911 vor der Startnummer 912. Etwas mehr als 3 Minuten beträgt der Abstand. Auf Rang 3 der Mercedes AMG mit der Startnummer 4. Und auf Rang 4 dann der SCG 003C hier beim Boxenstopp von der Scuderia Cameron Glickenhaus. In diesem Jahr ist die Mannschaft mit nur einem Auto am Start, präsentiert sich aber nach 8 Stunden echt stark. Nur 4 Minuten 45 der Rückstand für den Renner des amerikanischen Millionärs James Glickenhaus, der den Traum vom Sieg bei den 24 Stunden am Nürburgring einfach nicht aufgibt. Onboard unterwegs mit der Startnummer 1, dem Vorjahressieger nach dem Ausfall des WRT-Audis, jetzt bester Audi, mit Kelvin van der Linde am Steuer. Die R8 LMS von der BOP, der Balance of Performance, eventuell etwas benachteiligt, hofften alle auf den Regen, der aber noch auf sich warten lässt. Auch das Team Mücke Motorsport, das Debüt als Audi-Einsatzteam beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, ist für Mücke von Lehrgeld gekennzeichnet. Die beiden pinken Audis liegen um Mitternacht nur auf den Plätzen 22 und 23. Ja, eigentlich wollen wir natürlich einen engen Kampf an der Spitze haben. Einige Autos sind vielleicht etwas schneller als die anderen, aber wie es auch sei, wir versuchen jetzt alles, dass es wieder ein fantastisches Rennen wird. Und auch um Mitternacht, das Fahrerlager voll mit Menschen. Erneut an Bord mit der Startnummer 1. Alles in allem stehen die Sterne 2018 nicht günstig für die Audi-Teams. Der nächste kleine Zwischenfall, Kelvin van der Linde, der Leidtragende. Er kann aber weiterfahren, der Zeitverlust gering, genauso wie der Schaden am Auto.
Und in der Boxengasse schauen wir aufs Wetterradar von BMW. Das verheißt nichts Gutes. Erste Blitze zucken schon hinter der Nürburg. Und plötzlich steht der Führende, der Porsche 911, stille und Staub. Romain Dumas, der Fahrer des Porsches. Beim Überrunden dreht sich der Franzose plötzlich, kracht in die Leitplanke. Das Aus für den Top-Favoriten. Wie tragisch passend der Ausfall, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ungläubige Mechaniker in der Garage bei Mantai, Fassungslosigkeit. Der Grello mit der Startnummer 911 kann nicht aus eigener Kraft die Box erreichen. Aus, Ende, vorbei. Eine Ölspur könnte den Ausrutscher des Porsche 911 GT3 R von Mantai Racing, der bis zu diesem Zeitpunkt in Führung lag, verursacht haben. Tolle Szenen, die sich hier mitten in der Nacht in der Box abspielen. Die Fahrer bedanken sich bei den Mechanikern. Das Auto kommt zurück an die Box und fürs Rennen bedeutet das plötzliche Ende der Startnummer 911. Es ist wieder Spannung zurück in diesem 24-Stunden-Klassiker. Die Startnummer 4 mit Maro Engel am Steuer kämpft plötzlich um die Führung gegen den Porsche mit der Startnummer 912. Und jetzt setzt auch der Regen ein. Es ist 2.15 Uhr in der Nacht. Dicke Tropfen fallen über der Grand Prix-Strecke und wir fahren mit bei René Rast, der zu diesem Zeitpunkt auf Rang 5 liegt. In Schlagdistanz zu den Podiumsplätzen. Die Nacht in der Eifel zeigt sich jetzt von ihrer unschönen Seite. Regenreifen sind erste Wahl. Noch knapp 13 Stunden zu fahren. Die Startnummer 4 mit Manuel Metzger am Steuer macht unerlässlich Dampf, hat den Falken BMW mit der Startnummer 33 hier vor sich, aber ist eigentlich auf der Jagd auf den Porsche mit der Startnummer 912, denn der liegt in Führung. Der Regen wird immer stärker, teils sintflutartig kommt das Wasser jetzt vom Himmel runter. Auf der Grand Prix-Strecke und auch auf der Nordschleife herrscht Land unter. Das alles scheint Manuel Metzger aber nur geringfügig zu stören. Auf dem Weg hinunter nach Breitscheid kann er nämlich den führenden Porsche mit der Startnummer 912 überholen. Tolles Manöver vom Mercedes-AMG-Piloten. Der ein oder andere in der Boxengasse dürfte von diesem heißen Duell gar nichts mitbekommen haben. Schon kurz nach 4:30 heißt es dann wieder aufwachen, denn die 47 steht mit Daniel Junkadeja am Steuer. Was da genau passiert ist, wird wohl auf ewig ein kleines Geheimnis bleiben.
Junkadeja steht ausgangs der Hohenrhein-Schikane nahe der Boxeneinfahrt. Klar ist nur, vorne rechts gab es einen Schaden und gleichzeitig wird auch die Startnummer 98 abgeschleppt. Das BMW-Debakel damit perfekt. Noch 10 Stunden zu gehen, Sonnenaufgang über der Nürburgring. Des einen Leid, ist des anderen Freud. Nachdem der HTP-Mercedes mit der Startnummer 47 kurz zuvor gestrandet ist, ist der Aston Martin mit der Startnummer 007 dadurch auf die dritte Position gerutscht. Es führt aber weiterhin der Black Falcon-Mercedes mit der Startnummer 4 mit über 2 Minuten 15 vor diesem Fahrzeug hier, vor dem Porsche mit der Startnummer 912. Der Porsche hat zwar 2 Runden Strategievorteil, aber selbst der kann den Rückstand nicht wettmachen. Kurzfristig hoffen alle auf eine Wetterbesserung, aber es kommt ganz anders. Onboard unterwegs im Hyundai i30N TCR mit Pilot Manuel Laug. Starker Regen macht die Runde auf der Nordschleife nicht gerade zu einem Hochgenuss. Noch 8,5 Stunden. Die Startnummer 4, der Mercedes AMG von Black Falcon auf Position 2. Der Mantai Porsche mit der Startnummer 912 in Führung. Ein Fehler von dem einen oder dem anderen kann jetzt die Entscheidung bringen. Und völlig überraschend kommt der führende Porsche mit Nick Tandy am Steuer zum Stopp an die Box. Die Front ramponiert. Irgendwo draußen muss es einen Kontakt gegeben haben oder eine Berührung. Die Boxencrew tankt erstmal auf. Der Schaden vorne findet kaum Beachtung. Scheint also nicht so schlimm zu sein. Die Wiederholung zeigt, Nick Tandy hatte einen klassischen Auffahrunfall, kracht der Startnummer 172, dem Audi von Bonk Motorsport, ins Heck. Keinerlei Schuld beim vorausfahrenden Auto, da hat Nick Tandy wohl kurz mal ein Nickerchen gehalten. Die Tür am Porsche wird gewechselt, die ist nämlich beim Aufprall kurz aufgesprungen. Sicher ist sicher. Durch diesen unplanmäßigen Stopp des Porsche geht die Startnummer 4, der schwarz-gelbe Mercedes AMG von Black Falcon, wieder in Führung. Der Vorsprung beträgt rund 1,5 Minuten auf den Porsche. Sicht- und Streckenverhältnisse immer noch schlecht. Gelegenheit, einmal in ein ganz spezielles Fahrzeug zu schauen. Der Getspeed Porsche mit der Startnummer 2, ausgestattet mit besonderen Aufzeichnungsgeräten, sendet während der Fahrt Daten über das Stresslevel beim Fahrer und dessen Herzfrequenz an die Box. Und jeder kann es über die Onboard-Einblendungen im Livestream mitverfolgen. Tolle Sache für die Motorsportfans daheim oder an den mobilen Endgeräten. Während die Nummer 4 auch 6,5 Stunden vor dem Ziel noch führt, kämpft der Vorjahressieger, der Land Audi, mit dem Aston Martin mit der Startnummer 007 um Rang 3 im Gesamtklassement. Der 10-Zylinder kann den einzigen 12-Zylinder im Starterfeld hier ausgangs Adenauer Forst überholen, liegt also damit auf Rang 3. Und schlechte Nachrichten, kurz vor 9 Uhr für die Startnummer 912, der Teammanager des Mantai Porsches muss bei der Rennleitung antanzen. Wegen eines Vergehens unter Code 60 wird gegen die aktuell Zweitplatzierten ermittelt. Die Konkurrenz hofft. Die Nacht war für uns okay. Die Fahrer haben das Auto heil durch die Nacht gebracht, was auch nicht immer ganz einfach ist. Der Verkehr in der Nacht, der ist sehr, sehr schwierig zu beherrschen. Aber haben die Fahrer bravourös gemeistert. Auto ist gesund, Fahrer sind topfit, alle sind zufrieden.
Das Auto von Wolfgang Land, dem Teamchef, liegt zu diesem Zeitpunkt auf Rang 3, würde natürlich von einer Strafe gegen den Porsche profitieren und wird hier vom Falken BMW kampflos vorbeigelassen. Peter Dumbrack am Steuer liegt 4 Runden schon zurück, nachdem am Abend zuvor kleinere Probleme für einen erheblichen Zeitverlust beim BMW gesorgt haben. Im vergangenen Jahr profitierte der Land-Audi ja vom kurz vor Schluss des Rennens einsetzenden Regen und darauf hofft das Team dieses Mal natürlich auch wieder. Derzeit kämpfen wir ums Podium. Es ist aber noch ein langes Rennen. Fast 7 Stunden sind zu fahren. Alles kann noch passieren. Jetzt fängt es gerade wieder an zu regnen. Verrückte Geschichte bei uns. Kaum ausgesprochen erwischt es den Teamkollegen bei der Anfahrt zur Hohen Acht. Auf geschnittenen Slicks unterwegs, einen Tick zu viel Gas gegeben, macht Kelvin van der Linde dieses Mal Bekanntschaft mit der Leitplanke. Das Team bereitete gerade schon planmäßig den Boxenstopp vor. René Rast hatte schon wieder den Helm auf und etwas weitwund schleppt sich die Startnummer 1 an die Box zurück. Reifenschaden oder Aufhängungsschaden, die Ursache für den Abflug des Südafrikaners, beides ist denkbar. Fest steht aber, das war's wohl mit einem Podiumsplatz in diesem Jahr. Trotz aller Bemühungen, der Audi geht am Ende mit erheblichem Zeitverlust wieder zurück ins Rennen und auch das kleine Feuerchen kann gelöscht werden. Insgesamt überhaupt ein kleines Wunder, dass der Audi R8 LMS es bis zur Boxengasse zurückgeschafft hat. Mit tatkräftiger Unterstützung auch des WRT-Teams von Audi wird das Fahrzeug repariert und Kelvin van der Linde, der Unglücksrabe, hofft. Einmal gewinnst du, einmal verlierst du. Letztes Jahr hatten wir Glück, jetzt eben Pech. Das ist die grüne Hölle. Wir müssen schauen, was jetzt noch geht. Das Team macht einen guten Job. Audi hat uns ein Top-Auto gebaut. Und hoffentlich kann René jetzt noch was machen, dass wir wieder nach vorne kommen. Umso bitterer der Abflug von van der Linde, weil kurz darauf eine Strafe gegen die 912 von der Rennleitung ausgesprochen wird. Ein Time-Penalty wegen Überschreitens der Maximalgeschwindigkeit bei einer Code-60-Phase. Um 4.17 Uhr im Hatzenbach soll es gewesen sein. Da war der Porsche mit 82 km/h deutlich zu schnell unterwegs. Und in Verbindung mit dem nächsten Boxenstopp kann er die Strafe abbrummen. Die Wetterverhältnisse werden noch schlechter. Zum Regen kommt jetzt auch noch der Nebel hinzu. In einigen Streckenabschnitten auf der Grand Prix-Strecke. Andere Bereiche der Nordschleife sind dagegen ohne Probleme befahrbar. Genau 4 Stunden vor Rennende kommt die Startnummer 912 der Mantai Porsche dann in die Box und muss sage und schreibe mehr als 3,5 Minuten stehen bleiben. Eine Ewigkeit in einer solchen Phase, wo es um den Sieg bei dieser Auflage des 24-Stunden-Rennens geht. Die Autos im Bereich der Grand Prix-Strecke von den Fernsehkameras kaum noch auszumachen. Die Startnummer 4 der Black Falcon Mercedes führt, aber es droht eine Rennunterbrechung oder sogar der Abbruch. Teilweise beträgt die Sicht nämlich weniger als 50 Meter. Ungewissheit bei den Piloten im Fahrzeug und auch in den Boxen. Um Punkt 12 Uhr kommen dann fast schon wie erwartet die roten Flaggen raus. Das 24-Stunden-Rennen 2018 wird von der Rennleitung unterbrochen. Alle Autos müssen in langsamer Fahrt zurück an die Box. 2 Minuten 46 beträgt der Vorsprung zu diesem Zeitpunkt von der Startnummer 4 vor dem Porsche, der Startnummer 912. Und so sieht's aus.
Richtung Mittagessen gehen und sagen, wir packen. Wenn die Rennfahrzeuge im Schneckentempo, na, sagen wir mal, mit circa 40 km/h zurück an die Boxen kriechen. Mehr als eine Stunde wird als Unterbrechung zunächst angekündigt. Alle sind gespannt. Wir sind alle nicht sicher, was jetzt passiert. Entweder es wird nur unterbrochen oder im schlimmsten Fall sogar ganz abgebrochen. Wenn es so kommt, haben wir gewonnen. Klar, eine etwas ungewohnte Situation, denn ganz ehrlich, du willst doch auf der Strecke gewinnen, das Rennen zu stoppen und dann ein oder zwei Stunden später eine Entscheidung pro Abbruch zu treffen, wäre ziemlich ungewöhnlich. Meine Nerven liegen gerade ziemlich blank. Das ist eine total komische Situation. Siebenmal wurde ein 24-Stunden-Rennen am Nürburgring bisher unterbrochen, doch zeitlich so kurz vor der Zielflagge, das ist neu. Zuletzt gab es 2016 eine Unterbrechung, damals 50 Minuten nach Rennstart wegen starken Hagels. Die Entscheidung der Rennleitung auch dieses Mal einleuchtend. Also beim 24-Stunden-Rennen bricht man nicht gerne ein Rennen ab, weil das ganze Prozedere, was dran hängt, ist schon sehr aufwendig, ganz anders als bei vielen anderen Rennstrecken. Aber es gibt da trotzdem nur schwarz und weiß ab einer bestimmten Stelle, nämlich dann, wenn der eine Sportwart den auf dem nächsten Posten nicht mehr sehen kann. Wenn der Augenkontakt nicht mehr da ist, das ist halt ganz entscheidend, wenn man sich gegenseitig warnen will, dann muss man diesen Kontakt haben und wenn die Sichtweite darunter geht, dann muss man einfach abbrechen. Und das war heute Mittag der Fall. Dass die Platzierungen, der Stand auf den ersten 16 Plätzen nach 125 Runden. Um 13.11 Uhr teilt dann die Rennleitung mit, dass um 13.15 Uhr die Boxenampel wieder auf grün geschaltet wird. Um 13.45 Uhr soll der Rennstart hinter einem Führungsfahrzeug erfolgen. Das bedeutet, alle noch im Rennen befindlichen Fahrzeuge dürfen wieder starten. Die Stille am Nürburgring findet ein jähes Ende. Die Motoren heulen wieder auf, trotz Regens und trotz schlechter Sicht. Man nimmt, wie es kommt. Rock'n'Roll. Die Daumen gehen überall hoch, speziell bei Mantai. Denn durch die Rennunterbrechung wird der Zeitrückstand auf Null gesetzt per Reglement. Alle in einer Runde befindlichen Autos starten mit derselben Ausgangslage. Es wird also ein Duell werden zwischen Startnummer 4 und der Startnummer 912. Alle anderen Teams, chancenlos, liegen mindestens eine Runde zurück. Die Anspannung in beiden Boxen, bei Mantai und bei Black Falcon, spürbar. Dann der Restart. Kaum zu erkennen, wer hier die Nase vorn hat. Der Black Falcon Mercedes liegt mit einer halben Sekunde in Führung. Dann der ganze Rest im Yokohama. Es dreht sich. Die Startnummer 5, Jelmer Burmann im Mercedes AMG, verliert hier zunächst seine gute fünfte Position. Nicht zu viel riskieren, aber auch nicht zu wenig, lautet die Devise. Überall wird mitgezittert. Auf der Nordschleife die Bedingungen zwar auch nass, die Sicht aber dafür okay. Mehr als zwei Runden lang hat sich Fred Makowiecki im Porsche hinter den Black Falcon Mercedes mit Adam Christodoulou geklemmt. Ende von Start und Ziel kommt der Angriff. Christodoulou innen, Makowiecki außen, beide ziemlich spät auf der Bremse. Und dann berühren sich die Fahrzeuge auch noch. Makowiecki setzt sich durch, übernimmt Position 1, während sich Christodoulou leicht von der Piste dreht. Was für eine Dramatik hier in der Schlussphase am Nürburgring. Eine Stunde und 9 Minuten noch zu fahren.
Adam Christodoulou gibt aber nicht auf, kämpft sich wieder ran an den Porsche. Motorsport am Limit. Startnummer 912 mit einem kleinen Problem. Gerade zu sehen im Karussell, fährt vielleicht auch bewusst eine etwas andere Linie, so wie hier. Und Adam Christodoulou mit etwas größeren Problemen. Hinter dem Schwalbenschwanz bei der Einfahrt auf die Döttinger Höhe. Rutscht von der Piste, touchiert die Leitplanke, bleibt aber ohne Schaden. Marco Wiecki baut anschließend den Vorsprung aus. Fast 30 Sekunden hat er vor dem Mercedes, noch 11 Minuten auf der Uhr. Beide müssen noch mal an die Box zum Nachtanken. Die Spannung fast greifbar. Der Porsche schon in der Box. Der Mercedes noch nicht auf der Grand Prix-Strecke. Jetzt erst in der Boxengasse. Bei Mantai Porsche geht alles glatt. Die Jungs aus dem Gewerbegebiet in Moisbad mit einem fantastischen letzten Boxenstopp. Und während der Porsche schon wieder unterwegs ist, steht Adam Christodoulou immer noch an der Zapfsäule. 10 Minuten 19 stehen noch auf der Uhr. Vermutlich ist es die letzte Runde, aber es könnte knapp werden. Die Startnummer 912. Der Porsche muss sein Tempo so timen, dass er den Abstand zum Mercedes mit der Startnummer 4 hält, aber nicht vor dem schwarz-weiß karierten Tuch die Ziellinie überquert. Richard Lietz, Patrick Pillet, Fred Makowiecki und Nick Tandy, so scheint es, auf dem Weg zu ihrem ersten Sieg bei den 24 Stunden am Nürburgring. Ein unfassbar spannendes Rennen. 2018 geht zu Ende mit so vielen Dramen, so vielen Geschichten, die hier alle gar nicht erzählt werden können. Und um kurz nach 15.30 Uhr fährt Makowiecki als Schlussfahrer des Porsche beim 46. 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring den insgesamt 12. Porsche-Sieg nach Hause. Riesige Freude bei allen im Team, bei den Rennfahrern, bei Olaf Mantai und auch bei den Mechanikern. Einfach bei jedem mit einem Porsche-Herzen. Die Startnummer 4, der Black Falcon Mercedes mit Adam Christodoulou, wird im Ziel als Zweiter abgewinkt mit 26 Sekunden Rückstand. Dritter wird das Auto mit der Startnummer 5 mit Jelmer Burmann als Schlussfahrer mit einer Runde Rückstand, fährt er noch aufs Podium. Der Mantai Porsche aber mit der Startnummer 912 auf der Seitentür gewinnt. Große Freude aber auch bei Black Falcon, bei Adam Christodoulou über den zweiten Platz. Und zwei alte Haudegen des Nürburgrings und der Nordschleife, Olaf Mantai und Wolfgang Links. Mantai hier in der Bildmitte, Wolfgang Land rechts. Wissen, dass auch ein bisschen Glück dazugehört, will man diesen Langstreckenklassiker im Motorsport gewinnen. Fred Makowiecki, der Held im Team, fährt den Porsche am Ende unbeschadet über die Ziellinie und durch die Boxengasse zum Podium. Das ist, was wir alle von ihm erwartet haben. Das Auto unter den Bedingungen so schnell zu bewegen, Runde für Runde, das ist außergewöhnliches Fahren. Und das ganze Team hat das ganze Wochenende super gearbeitet. War das der beste Sieg ihrer Karriere? Sicher, 100%. So viele Dinge haben uns fast das Rennen zerstört. Wir sind zurückgekommen. Hey, wir haben den Nürburgring gewonnen. Super. We've just won Nürburgring. This is awesome. Congrats. Und das sind sie, die vier siegreichen Fahrer: Patrick Pillet, Richard Lietz, Nick Tandy und Fred Makowiecki. Ein denkwürdiger Sieg für die Marke Porsche. Der sechste für das Hause Mantai. Dahinter dann zwei Black Falcon Teams, die nächstes Jahr den Spieß ganz sicherlich wieder umdrehen wollen. We want to
Wir waren bis zum Schluss am Zweifeln, ob wir noch eine Runde fahren müssen oder nicht. Die Streckenbedingungen waren schwierig, aber hey, tolles Gefühl jetzt, wenn man bedenkt, von wo wir gestartet sind mit dem Reifenschaden nach der ersten Runde. Mein schönster Sieg. Das Ergebnis des 24-Stunden-Rennens 2018 nochmal weiß auf schwarz zum Nachlesen. Und schon jetzt sei verraten, die 47. Auflage findet 2019 vom 20. bis 23. Juni statt. Später als gewöhnlich, dann aber hoffentlich mit besserem, konstantem Sommerwetter.